Nachdem die Festplatte jetzt der Geistaufgeber hat, einfach nicht mehr da ist, also schon noch ein bisschen da ist, aber nicht mehr da ist, nehme ich mal an, dass dieser kleine, die Festplatte hinter kaputt ist, naja, diese Treibereinheit kaputt ist. Jetzt innen drin ist in unserer Festplatte sind ja einfach solche Silberscheiben, sagen wir mal so, eine silberfarbige Scheibe, sind Siliziumscheibe, die schnell rotiert, und außer ist dieses Treibermodul drauf, und da drauf laufen so Header drauf und so Finger, die da reingreifen. Diese mechanische Platte, die geht halt manchmal kaputt. Das ist jetzt Seagate Barracuda. Scheiß drauf, das regt mir jetzt richtig auf. Und was kann man jetzt machen bei sowas? Man kann hingehen und dann zwei Möglichkeiten, zum die normale Daten zum Retter. Ich habe jetzt nur Videos drauf. Videos für meine YouTube-Channel von 2 Jahren natürlich. Ne? Und da ist jetzt so, um diese Sache wieder zum Kriegen, kann man jetzt diese aus China. Es gibt extra solche China-Händler, die nichts anderes machen, als dass sie solche Platine hinter ausbaut, die da gebraucht ausbaut und dann für 30 Euro verkaufen. Die Festplatte selber. Die Festplatte kostet 70 Euro, sagen wir mal so. Und so eine Ersatzplatine, also Ersatzplatine mit der Nummer und mit dieser Subnummer. Also man muss da nachgucken, wenn man sowas hat. Da findet man hier diesen die Nummer, da ist sie. Und hier ist diese kleine Nummer, das ist diese PCB-Nummer, sagt man zu, also welche Hardware das ist. Ja, die hat verschiedene Zustände. Und es reicht eigentlich nicht nur, diese Festplatte so zu nehmen. Und was ich jetzt machen werde, ist, man sieht ja diese kleine Schraube, ich tausche die aus und da braucht man die gleiche Nummer. Man braucht also die Nummer hier, Nummer von Barracuda, die Typnummer. Was ist das für eine Festplatte? 4 Terabyte, ja. ST4000DM0004. Und diese PCB-Nummer heißt die hier unter dran steht. Und dann bestellt man die in China. Und dann braucht man die nur, Schräubchen rausdrehen, da eine anschließen, und dann müsste sie eigentlich wieder laufen. Oder die Header sind kaputt, dann bauen wir sie aus und dann bauen wir sie in andere Festplatte mit ein. Und gucken wir mal, ob man das noch kriegt. Deswegen kaufen wir jetzt eine Festplatte. Und wenn das nicht hilft, kaufen wir zusätzlich noch eine neue Festplatte im Internet. Einfach die gleiche. Machen wir sie denn? Irgend so eine, sagen wir mal, im Standard. Irgend so eine Standard-Festplatte kostet. Also nicht die Platine jetzt hier, sondern ah, da gibt es ja nochmal Versandhändler, aber ist auch alles HDD-Zone, ist alles China. Weil ich nicht auch die gleiche sehe, harddriveparts.com, die schicke das dann zu innerhalb von ein paar Wochen, also ist das gleiche. Und mir kaufe, ja, da ist doch das gleiche, gleiche Seite. Glaube ich mal. Und wir kaufen jetzt einfach die gleiche nochmal übers Internet. So seht ihr übrigens diese HD Extractor. Der wäre auch ein cooles Video. Und dann gehen wir einfach auf Shopping und kaufen dann ein. Und dann tauschen wir einfach die Platte aus. Und wenn der ganze Scheiß nicht hilft, dann nehme ich die mechanische Scheiß-Festplatte und lege die zukünftig mal da ein Backup drauf. Also nur, dass die als Backup nutze. Weil da ist mir scheißegal, wenn das Backup kaputt geht, die legt man dann ins Netzwerk.